Ja, also auch zum Altmühltal Radweg wollen wir wieder ein kurzes Fazitvideo festhalten, wie wir das meistens so machen, wenn wir einen Radweg oder irgendeine Tour mehr oder weniger komplett uns erarbeitet haben. Es ist jetzt schon wieder ein paar Wochen vergangen, die Erinnerungen konnten etwas reifen, aber sind noch frisch genug, denke ich, um da nochmal hier unsere Erfahrungen zusammenfassend mitzuteilen. Möglicherweise ja interessant für jemanden, der die Tour auch vorhat oder plant zu fahren. Wir haben wieder die üblichen Punkte uns notiert, wie in den anderen Fazitvideos auch schon, und werden da jetzt einfach kurz so unsere Erfahrungen mitteilen. Die Routenführung an sich war wirklich hervorragend. Also da muss man wirklich sagen, das Altmühltal an sich ist ja landschaftlich extrem reizvoll durch diese zum Teil sehr stark eingeschnittenen Tallagen mit Burgen und Felsen und Mäandern um irgendwelche Bogen drumherum. Und der Radweg, der folgt dem Flussverlauf da immer ziemlich direkt. Also gerade in dem ersten Drittel ist man nicht immer direkt am Wasser, aber in den folgenden zwei Dritteln fährt man eigentlich wirklich immer direkt am Fluss, dem Flusslauf folgend lang. Das letzte Stück dann direkt am Main-Donau-Kanal, immer am Wasser. Immer eine sehr schöne Routenführung, also wirklich auch durch die Städte, teilweise mittendurch kommt man, aber auch immer so, dass es eigentlich klar ist, wo man mit dem Fahrrad langfahren muss, ohne dass man jetzt irgendwie sich da groß orientieren müsste und so, dass man auch an vielen Sehenswürdigkeiten unmittelbar vorbeifährt. Das erste Drittel des Radwegs zwischen Rothenburg und dem Altmühlsee ist noch ein bisschen anders, weil das Tal ja da einfach noch deutlich breiter ist und nicht so schmal eingeschnitten, aber auch dort gut zu fahrende Wege. Da hast du eigentlich auch keine Kompromisse gehabt, dass du jetzt irgendwo ewige Umwege gefahren Genau. wärst oder nicht so schöne Strecken, sondern es war ja doch immer die Nähe zum Fluss erkennbar und Richtig. dann hatten sie quasi das Ziel verfolgt. Das hat ganz gut geklappt, dann auch das landschaftlich reizvoll zu machen. Ja, es war eigentlich auch immer schön. Also es gab jetzt kein längeres Stück, was jetzt eine Durststrecke gewesen wäre. Ja, so quasi im umliegenden Gebiet, so um die großen Städte, wenn du dann mal eine Umgehungsstraße hattest oder sowas, das war dann auch schnell wieder vorbei und dann kamst du Genau. wieder in den Wald. Also das Einförmigste waren wahrscheinlich die 20 Kilometer zwischen Altmühlsee und Treuchtling, wo es an der Bahnstrecke lang ging, aber auch das war an und für sich schön. Da hatten wir, wo der Gegenwind war. Aber auch da, also du hast ja immer das. Da hast du ja links und rechts was zum Gucken. Genau, also es war eigentlich wirklich immer sehr schön. Jetzt zum Beispiel auch gerade an der Bahnstrecke, da hat es das Problem, dass es dann einfach ein Forstweg war oder zumindest ein Kiesweg für die Traktoren oder was, aber eben auch bloß streckenweise. Die meiste Zeit hast du eine Straße oder einen ausgewiesenen Radweg. Genau. Da konnte man sich eigentlich auch nicht beschweren, also dass es über längere Strecken zu holprig gewesen wäre oder sowas, gab es keine Probleme. Genau, was uns jetzt quasi gleich zum zweiten Punkt bringt, der Wegbeschaffenheit. Also, es gab eine sehr starke Steigung gleich am Anfang, die wir geschoben sind oder schieben mussten. Ansonsten ist der Weg weitestgehend steigungsfrei. Eher noch ein bisschen abschüssig, also Genau. so insgesamt, ohne dass man es groß merkt. Genau. Und ansonsten gibt es im ersten Drittel ganz überwiegend Asphalt. Auf dem weiteren zwei Dritteln dann Asphalt und gut befahrbare Kieswege im Wechsel. Also das letzte Stück dann am Main-Donau-Kanal ist dann nur noch gekiest, aber also ein fester Kiesweg ist gut zu fahren. Wir hatten ja relativ nasses Wetter. Gab es hin und wieder mal, dass du den Pfützen immer ausweichen musstest, aber das hat Genau. dann auch nicht überhand genommen. Nee, und es war jetzt nicht aufgeweicht. Also man konnte es trotz der Regentage gut fahren. Bei Herrieden, also im ersten Drittel, in unserer ersten Etappe, da gibt es Stücke, das hatten wir glaube ich auch im Video erwähnt, die teilweise überschwemmt sind. Das ist wohl auch gar nicht so selten der Fall, dass man da Umleitungen fahren muss. Da hatten wir jetzt gerade noch Glück. Also ich glaube, jetzt im weiteren Verlauf war das dann dieses Jahr auch so, dass es dort noch so weit gekommen ist, dass da Teile nicht mehr befahrbar sind. Da muss man halt immer gucken. Aber da gibt es auch direkt ausgewiesene Umleitungsstrecken, die auch im Bikeline verzeichnet sind. Ich weiß nicht, wie schön die dann sind, aber genau. Nee, also wie gesagt, Wegbeschaffenheit
so ziemlich exzellent. Also viel besser geht es wahrscheinlich nicht. Punkt 3, Beschilderung. Man hätte es sicherlich auch weitestgehend ohne Karte gefunden, würde ich behaupten. Ja, also wir hatten die übliche Strategie, den Bikeline immer im Sichtfeld in der Fahrradtasche und das GPS bei Bedarf am Lenker, aber nicht dauerhaft eingeschaltet. Wann haben wir das benutzt? Wir hätten es nicht gebraucht. Nee. Also ich habe immer mal drauf geguckt, und wenn man jetzt auf Nummer sicher gehen wollte. Aber an und für sich, man braucht kein GPS. Der Weg ist gut ausgeschildert. Wir haben dann am Ende ein Stückchen improvisiert. Und wenn wir dann noch weitergefahren sind, dann an der Donau lang und uns dann nach Regensburg durchgeschlagen haben. Aber ja, das gehört ja zum einen nicht mehr zum offiziellen Radweg dazu und zum anderen auch das wäre lösbar gewesen ohne GPS. Der Donauradweg ist auch gut beschildert. Da waren die Kilometerangaben dann mal wieder so ein bisschen überraschend. Aber das kann man ja dann vorher planen und dann weiß man auch ungefähr, was auf einen zukommt. Und dann hat es auch gut funktioniert. Nee, und ansonsten Beschilderung. Einwandfrei. Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten. Auch gut. Gut bis sehr gut. Dadurch, dass man ja regelmäßig durch Städtchen kommt, die auch in der Regel so sind, dass man direkt durchfährt, hat man da auch in der Regel alle paar Stunden eine Einkaufsmöglichkeit, jetzt im Sinne von einem Supermarkt oder auch einer Biergarten-Gaststätten. Da gibt es reichhaltige Auswahl. Wir haben ja auch gesehen, wie die anderen Touristen, wie die E-Biker das dann gut wahrgenommen haben. Also das hat schon gut funktioniert in dem Reisemodell. Für uns war es in den meisten Fällen nicht relevant, aber auch zum Einkaufen gab es an sich gute Möglichkeiten. Genau, also ich glaube, man hätte auch von jedem Übernachtungsplatz aus, na gut, von dem letzten, da war es vielleicht ein Stückchen weg, aber die hatten ja selbst Gastronomie, aber sonst war auch von jedem Übernachtungsplatz aus eine Einkaufsmöglichkeit schnell zu erreichen. Achso, ja, das haben wir auch. Das haben wir ja auch wahrgenommen, genau. Also da gibt es auch sehr große Auswahl. Also man hätte auch an jedem Übernachtungsplatz, hätte man in fußläufiger Entfernung eine Gastronomie, eine Gaststätte oder sowas gehabt. Sowohl am Altmühlsee war was, als auch da in Eichstätt. Da war man ja auch nicht weit von der Innenstadt weg. Mhm. Und dann bei dem letzten haben wir direkt in dem Gasthof übernachtet. Punkt 5. Übernachtungsmöglichkeiten. Also wir haben gut was gefunden. Wir haben uns ja nicht endlos viel im Voraus überlegt, wie die Etappen jetzt einzuteilen wären, sondern dann relativ spontan geschaut, was für die Tageslänge dann irgendwie in Frage käme. So sehr viele Alternativen hätte es jetzt an Campingplätzen oder, als das Wetter dann schlechter wurde, an Pensionen vielleicht nicht gegeben. Zumal dann auch einiges vielleicht nicht ganz unseren Vorstellungen entsprochen hätte oder ausgefallen wäre. Also man muss auf jeden Fall sagen, zwischen Rothenburg und dem Altmühlsee, da gibt es keine Zeltplätze. Also die erste Etappe mit diesen 80 Kilometern, beziehungsweise ich glaube, es gibt noch eine Zeltmöglichkeit an der Altmühlquelle, an diesem Hornauer Weiher. Ich glaube, da kann man noch übernachten, da ist so ein Bedarfscampingplatz. Ansonsten hat man da tatsächlich mal auf 50, 60 Kilometern nichts. Aber das war für uns ja egal, weil wir da eine gute 80 Kilometer Etappe hatten. An dem Altmühlsee, da sind mindestens drei Zeltplätze, also noch zwei weitere Zeltplätze, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und dann ist es ja so, dass zwischen Gunzenhausen am Altmühlsee und Dietfurt, also da, wo der Main-Donau-Kanal dann beginnt, ist die Altmühl ja auch beliebtes Revier für Bootswanderungen. Und dadurch hat man dann auch relativ viele, das haben wir jetzt nicht wahrgenommen oder nicht so groß uns angeschaut, aber ich glaube, es gibt da auch sehr viele so Bootsvereine, wo man dann auch möglicherweise mit dem Fahrrad für eine Nacht unterkommen kann. Danach ist es dann aber auch wieder ein Stückchen nach so endlos viele Möglichkeiten, habe ich nicht gesehen. Zwischen Dietfurt und Kelheim ist dann wieder ein bisschen weniger am Main-Donau-Kanal, stimmt. Aber an und für sich gibt es auch, also in Riedenburg wäre ja zum Beispiel auch ein Zeltplatz gewesen, die hatten jetzt auf ihrer Internetseite stehen, dass sie nur Reservierungen, also nur schriftlich bestätigt reservierte Gäste aufnehmen wegen der Corona-Lage jetzt. Also das ist sicher auch in der aktuellen Situation nochmal eine Besonderheit. Aber generell, wie es häufig so an Flusswanderradwegen ist, wie an der Unstrut auch, gibt es schon eigentlich alle 10 bis 20 Kilometer irgendwas, wo man wahrscheinlich übernachten kann. Und für uns hat es jetzt so mit den Etappen auch gut geklappt. Wir haben auch nichts vorher reserviert und hatten, also mit dem Zeltplatz in Rothenburg, mit dem hatte ich telefoniert, bevor wir losgefahren sind.
Die wollten aber auch keine Reservierung. Die meinten, mit dem Zelt können wir einfach vorbeikommen. Und die anderen Plätze haben wir spontan aufgesucht. Und das hat ja auch gut funktioniert. Ja, also unabhängig davon, was man jetzt hält von diesen vollautomatisierten Campingplätzen, die machen das Ganze natürlich unkomplizierter, weil man einfach hingehen kann, ohne irgendeine Reservierung und ein Ticket ziehen kann. Echt, der mit dem Parkautomaten, das hatten wir so auch noch nicht erlebt, tatsächlich. Ja, der war ein bisschen minimalistischer ausgestattet dann im Endeffekt, aber das nehme ich gerne in Kauf für diese Flexibilität, die man dann dafür hat, was die Anreisemodalitäten angeht. Der hätte uns eben auch nicht weggeschickt, wenn voll gewesen wäre. Richtig, genau. Parkautomat-Ticket ziehen und alles gut. Wobei dann tatsächlich die Dame noch abends rumging und sich die 3G-Bestimmungen sozusagen hat erklären lassen von den einzelnen Gästen, dass man da jetzt Test- oder Impfnachweis gezeigt hat. Aber ist ja auch wieder nicht immer so, sondern der aktuellen Situation geschuldet. Ja, genau, so viel dazu. Also prinzipiell mannigfaltige Möglichkeiten. Achso, naja, und in den kleinen Städten, da in diesen mittelalterlichen Städten, gibt es natürlich auch überall Hotels. Also wenn man jetzt Pensionen oder sowas aufsucht, weiß ich nicht, wie gut das dann ist, spontan was zu kriegen, sollte man wahrscheinlich im Zweifel vorher mal anrufen. Aber generell, auch da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, wenn man die Etappen dann entsprechend danach ausrichtet. Genau, sonst gehen wir immer noch kurz auf die Ausrüstung selbst ein, ob es da irgendwelche Besonderheiten gab, aber wir haben kurz überlegt, ich glaube, da gab es diesmal tatsächlich nichts Neues. Wir hatten einfach unser erprobtes Equipment wie jedes Jahr dabei, wir hatten keine Pannen, keine Schäden. Wir hatten mit der Witterung ein bisschen zu kämpfen. Richtig, genau, aber das hat ja natürlich auch, waren entsprechend vorbereitet und gut funktioniert. Wir haben tatsächlich daraufhin, weil wir doch gerade dort in Eichstätt auf dem Zeltplatz ja dann abends so die drohenden Regenwolken hatten, wo wir dann gucken mussten, dass wir bei Zeiten mit Essen fertig sind, weil man in unserem Zelt ja doch sehr schlecht oder eigentlich nicht essen und kochen kann, weil es kein großes Vorzelt gibt. Da haben wir dann mal überlegt, inwieweit man das durch einen Tarp vielleicht noch ergänzen kann. Und dazu gibt es dann mehr in der folgenden Radtour. Das haben wir dann nämlich auf unserer zweiten Radreise dieses Jahr mitgenommen, das Tarp. Da hatten wir nur schönes Wetter, wir haben es tatsächlich nicht gebraucht, aber wir haben es einmal probehalber aufgebaut. Oh, es würde theoretisch auch als Sonnenschutz funktionieren. Auf jeden Fall. Genau. Und ja, also da gibt es dann mal in einem der folgenden Videos einen kurzen Einblick, wie man da unser Zelt dahingehend noch aufrüsten kann mit einem quasi Vorzelt. Später dazu mehr. Genau, so viel dazu würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für uns war es wieder eine sehr schöne Radreise, eine Region, in der ich bisher noch nur ganz kurz mal unterwegs war, also auch viele neue Erfahrungen gesammelt, wieder eine Ecke von Deutschland neu erlebt, die ich so noch kaum kannte, außer eben auf der Durchreise an der A9 oder mit dem ICE, da kreuzt man es ja auch kurz. Und ja, dann geht es bald weiter auf diesem Kanal mit einer weiteren zweiwöchigen Fahrradreise. Die dann wieder mit der Sabine. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, danke für die netten Kommentare, die bis jetzt schon kamen, die ich gelesen habe. Und bis zum nächsten Mal.